Hallo, ich möchte dich gerne in meiner Gruppe Kraftvolle Weiblichkeit begrüßen und freue mich auf ein gemeinsames Jahr mit dir. Die Kraftvolle Weiblichkeit ist eine Regionalgruppe für Frauen in Dresden oder um Dresden, die Vernetzung suchen, die gerne an den Themen im Human Trust dranbleiben möchten und einfach wach und lebendig durch dieses Jahr gehen wollen. Ja, mit wem hast du es jetzt hier eigentlich zu tun? Mein Name ist Gwinnefer Silvia Kinne. Ich habe 2013 bei Veit Lindau die Ausbildung zum integralen Lebensbegleiter absolviert und habe auch seitdem in Verbindung mit anderen Mitgliedern die Abendgruppen auch in Dresden schon geleitet. Es hat sich für mich immer mehr so herauskristallisiert, dass ich gern eine eigene Frauengruppe leiten möchte. Und das habe ich dann dieses Jahr, möchte ich das dieses Jahr gern umsetzen mit euch gemeinsam. Ich bin schon ganz aufgeregt, was so alles entstehen wird. Wenn ich so zurückschaue auf die letzten beiden Jahre, da hat sich doch so einiges entwickelt. Manchmal mag es auch ein bisschen leiser zugehen, aber dennoch, wenn man so ein Jahr beendet hat und zurückschaut, stellt man dann doch ganz schöne viele Veränderungen fest. Ja, als integraler Lebensbegleiter hat man auch so, schaut man so auf verschiedene Perspektiven und mit meinem Wissen möchte ich mich gerne in die Abendgruppen einbringen und auch mein Wissen gern weitergeben. Ich selber habe zwei Töchter großgezogen. Davon war ich auch 10 Jahre alleinerziehend. Also ich habe da auch ganz viel Erfahrung gesammelt, habe auch ganz viel mitzubringen, was ich gerne in unsere Runde eingebe und gern auch den Frauen, die zu mir kommen, dienen möchte mit meinem Wissen. Ja, die Abendgruppen, die ich gestalte, sind angelehnt an die Themen vom Human Trust. Je nachdem, was gerade für aktuelle Themen dran sind, ob ihr mit den Themen dran seid, da die Sachen zu bearbeiten, gemeinsam zu bearbeiten. Ich möchte gern mit euch wirklich in die Tiefe gehen und leise, stille oder vielleicht auch etwas kräftigere Veränderungen in euer Leben manifestieren. Ja, und meine große Vision sind Frauen, also ich spüre selber ganz viel Kraft in mir. Und wenn ich, wie gesagt, auf meine Lebensgeschichte so zurückgucke, weiß ich, dass Frauen ein unwahrscheinlich schönes, sanftes und doch auch kräftiges Potenzial in sich tragen. Und ich brenne dafür, dass genau das immer mehr sich entfaltet und dass auch Frauen in ihre Kraft kommen und diesen Planeten, die Erde, auch zum Besseren mit verändern und bewirken wollen. Das ist so meine ganz große Vision. Ja, fühlt euch erstmal hier gut angekommen, schaut und stöbert erstmal auf der Plattform. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, könnt ihr die gerne bereits schon hier in die Gruppe reinstellen. Ich bin gerne, richtig gerne für euch da. Ja, unsere erste Abendgruppe, die wird am 19. Januar von 19 bis 21 Uhr stattfinden. Die Adresse steht mit geschrieben. Ich werde auch demnächst noch eine Einladung hier in die Gruppe reinstellen. Was es vielleicht noch zu sagen gäbe, sind so ein paar kleine Dinge, die mir sehr wichtig sind. Zum Beispiel eben Pünktlichkeit. Wenn ich schreibe, 19 Uhr geht's los, dann ist also ab eine halbe Stunde vorher ankommen, dass man erstmal in Ruhe ankommen kann, vielleicht noch einen Tee trinken kann und dann gemeinsam 19 Uhr wirklich pünktlich beginnt. Es hat sich auch bewährt, so eine kleine
wie soll ich es mal sagen, zu Spätkommenskasse hatten wir immer eingerichtet. Und das Geld ist aber jetzt nicht für mich, sondern wir haben das dann so genommen, dass am Jahresende alle gemeinsam ein soziales Projekt ausgesucht haben, wo wir das dann hingespendet haben. Ja, dann ist mir auch wichtig, dass alles, was wir miteinander erleben, was wir miteinander besprechen, auch vertraulich behandelt wird, damit einfach so ein wirklich sicherer Rahmen sich zu entfalten und sich mit allen seinen Aspekten auch zeigen kann, dass ein wirklich schönes Vertrauensverhältnis dadurch geschaffen wird. Ja, dann werde ich sicherlich irgendwann im Laufe des Jahres auch Kommunikation zum Thema machen, weil das finde ich ganz wichtig. Da gibt es ein paar schöne, naja, wie soll ich es mal sagen, Grundregeln, wenn man, mit denen man arbeiten kann und die einen auch wirklich dann in die tiefe und lebendigen Beziehung zu anderen Menschen bringen. Einfach, dass wir uns gegenüber wohlwollend sind und auch wirklich gegenseitig unterstützen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, das ist jetzt erstmal das, was mir jetzt so einfällt. Ich freue mich schon sehr auf den 19. und euch persönlich begegnen zu können. Und wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Start und seid lieb zu euch. Und ich, ja, in dem Sinne, macht's gut und ich freue mich.